Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5, wo ich ganz, ganz eifrig damit beschäftigt bin, hier Botania zum Laufen zu bringen, beziehungsweise das Setup, was ich mir so vorgestellt habe. Huch, da fehlt doch noch das und dann das. Ja, und da muss ich mir jetzt natürlich erstmal so ein paar von diesen Blumen herstellen. Und ich habe mir sogar auch überlegt, ob ich mir vielleicht einen Schritt sparen kann. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Nämlich, dass ich erst gar nicht die schwachen Blumen, sage ich mal, herstelle, die nach 3 Tagen verschwinden. Habe ich jetzt den Eimer dahin geworfen? Mysteriös, mysteriös. Ach so, weil ich keinen Platz mehr habe. Ah ja. Dann schmeißt dann einfach weg. Okay, holen wir nachher wieder. Ja, das muss ich mal gucken, ob das vielleicht sogar sinnvoller ist, denn ja, sonst ist es ja tatsächlich so doppelt gemoppelt, die Arbeit. Und angesichts des Aufwandes, den ich hier betreiben muss, ist doppelte Arbeit immer doof. So, jetzt erstmal den Eimer wieder einsammeln. Nicht, dass er noch in Vergessenheit gerät. Der kostbare Eimer hier soll ja nichts verschütt gehen. So. So, ich habe jetzt schon mal 3 von diesen Hydro-Gedöns-Dingern gemacht und 3 Tagesblüten. Und werde mal gucken, ob ich die vielleicht mit diesem Mana-Becken hier umwandeln kann. Ja, also umwandeln hatte ich ja erwähnt, dass man diese Blumen eben dann verstärken kann. Allerdings, dazu brauchte ich ja noch etwas. Ne? Wenn ich die jetzt hier reinwerfe, passiert ja, gar nichts. Sondern ich brauchte ja diesen komischen Katalysator oder wie auch immer sich das Ding, alchemischer Katalysator, glaube ich. Und dafür war ich jetzt nochmal im Nether und habe auch tatsächlich 3 Lohnruten erbeutet. Aber jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ein Braustand hergestellt wird, denn das ist nämlich die Grundlage meines Rezeptes. So, Katalysator brauchen wir 3 Bruchsteine. Okay. Ja, war ja klar, dass ich wieder irgendwas brauche, was ich nicht habe. Aber ich hätte Stein 1, ganz tollen Stein 1, den berühmten, den berüchtigten, den einzigartigen. Nur ich brauche ihn halt nicht. Haben wir hier noch Bruchstein? Oh ja, wie schön. Und davon brauche ich dann 6 Stück. 2 da oben. So, 2 Braustände. Dann habe ich im Augenwinkel gesehen, dass ich eine Mana-Perle brauche. Also auf Deutsch eine Enderperle, die mal in Mana getunkt wurde. Das sollte ich auch noch hinkriegen. Einmal. Schwupps. 2 Goldbarren und 4 Lebestein. Das habe ich zufällig alles dabei. Und es ist wirklich Zufall, aber hier steht keine Werkbank. Die steht nämlich da. So, 2 Goldbarren, Lebestein dahin, die 2 Braustände dorthin und die Mana-Perle dahin und dann hat man einen Alchemie-Katalysator. Ja, den könnte ich jetzt hier aufstellen, allerdings bringt er da nichts. Ja, der Alchemie-Katalysator funktioniert nur, wenn er unter einem Mana-Becken steht, nur mal so zur Info. Und mit dem kann man auch noch viel mehr anstellen, außer jetzt dem, was ich vorhabe. Aber erstmal muss ich den natürlich so hinsetzen und dazu untergrabe ich jetzt mal das Ganze hier. Oh nein, der teure Erdblock. So. Und man sieht dann hier auch eine Veränderung. Ja, aber jetzt setze ich den erstmal hin und sammle mal meine Erdklümpchen auf. Erdklöpse, auch nicht schlecht. Ja, die Erdklöpse habe ich aufgesammelt und ja, wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man hier so ein. Ja, so ein Muster, so eine Art Labyrinth und das bedeutet, jetzt ist dieses Ding mit diesem Katalysator eben befeuert, kann man sagen. Und jetzt kann man da lustige Dinge mitmachen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier meine Hydro-Dingens nehmen. Und da seht ihr jetzt, jetzt wird mir auch ein Rezept angezeigt. Ja, es sieht eigentlich gleich aus, aber ist es nicht. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, also mit denen hat es schon mal geklappt. Die heißen jetzt Motif. Noch mit Nachnamen, sag ich mal. Und die Tagesblüte. Die schimpft sich danach auch Motiv. So, aber ich darf natürlich nicht vergessen, nach so einer Aktion dann hier auch wieder nachzulegen. Denn auch hier wird ja Mana verbraucht. Ja, und diese 6 Pflanzen, die ich hier jetzt
katalysiert habe oder so, die werden nicht verschwinden. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ich glaube, es ist echt besser, ich mache das gleich am Anfang. So, jetzt setzen wir die Blümchen dann dahin. Und diese Dayblooms, die kommen dann hier hin. Ja, so hat es jedenfalls in meiner Testwelt funktioniert. Warum sollte es nicht hier auch funktionieren? So, und die kommt dann da oben hin, weil hier nämlich nochmal so eine Reihe dran kommt. Huch, na, sowas. Ja, im Flug abbauen dauert immer lange. So, das gibt zwar dann hier ein richtiges Gesaufe und Gesüffel, hört man vielleicht im Hintergrund, aber das ist ja gut, das will ich ja so haben. So, jetzt nehmen wir mal unsere Eimerchen und füllen da schon mal auf. Komme ich da dran? Nee, da ist das Ärmchen mal zu. Nein, doch nicht. Ich würde schon sagen, ist das Ärmchen zu kurz, aber nein. So, und jetzt sollten die eigentlich alle hier auf diesen Mana-Verbreiter zeigen. Das können wir aber schön mit unserem Stäbchen hier nachgucken. Ups. Ach, hey. Nee, so nicht. Dahin, dahin, nein. Ja. Ich weiß nur nicht, warum ich meine Pflanzen jetzt nicht anwählen kann. Im Test hat es auch funktioniert. Bin noch nicht ganz doof, oder bin ich doch? Keine Antwort bitte jetzt. Ich glaube, die trinken auch nicht. Wieso trinket ihr nicht, ihr Pflanzen? Ja, abbauen kann ich sie jetzt leider nicht mehr. Das geht nämlich nur mit einer mit Behutsamkeit verzauberten Axt. Das habe ich jetzt leider nicht dabei. Ich dachte, das im Test funktioniert und hier nicht. Zeigt es mir auch gar nicht mehr an. Hallo. Nee, so rum nicht. Ja, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Du sollst da rein. Ja, ob sie denn jetzt funktioniert, weiß ich gar nicht so genau. Ich fürchte ja fast nein. Wenn ich jetzt draufhaue, dann. Ah nee, ich kann sie aufsammeln. Okay, vielleicht kann ich das mal alleine testen. Wir testen das mal alleine, ihr Blümchen. Ja, vielleicht ist doch nicht alles, was in Testwelten funktioniert, immer so geeignet für andere Welten. Wir werden mal gucken. Wenn ich den nämlich jetzt einfach mal dahin setze, müsste sie das eigentlich direkt wegsaufen. Nee, offensichtlich will sie das nicht. Das finde ich sehr merkwürdig, denn es hat doch schon mal funktioniert. Hallo? Was sagt denn unser schlaues Buch möchte mich ins Wiki schicken. Na toll. Warum? Warum möchtest du mich ins Wiki schicken, du liebes Buch? Das finde ich jetzt nicht so nett von dir. Ja, wahrscheinlich ist das doch keine gute Idee und ich muss die Pflanzen doch normal machen. Das bedeutet aber, dass ich immer wieder nachbauen muss. Das finde ich nicht so schick. Dumm gelaufen, aber naja, so lernt man halt auch dazu. Aus irgendeinem Grund soll das so nicht funktionieren. Naja,
Ist auch erstmal halb so schlimm, denn ich habe sowieso noch was ganz Aufregendes zu tun und ihr könnt es euch fast ausdenken oder fast vorstellen. Es hat wieder irgendwas mit Anpflanzen auf Feldern zu tun. Jawohl, nämlich ich brauche noch ganz viel Botaniadünger. Ich freue mir einen Ast, ja. Und den herzustellen, das ist ja auch wieder ein bisschen umständlich, denn da brauche ich Farbstoff zu. Und zwar roten und gelben. Und ja, den kriegt man ja nur durch die Blümchen, die hier so rumwachsen. Damit das aber zu lange dauert und man die Blümchen nicht gezielt anbauen kann, sonst habe ich nämlich Gras angebaut. Und vor allen Dingen, was viel, viel schlimmer ist, wenn ich das tun würde mit normalem Knochenmehl auf dem Rasen, dann habe ich auch wieder ganz viele Saatguten aus Pam's Harvest Craft, die ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann, und Belladonna und den ganzen Kram. Deswegen werde ich mich wieder auf hier meine Magical Crops hier konzentrieren und hier schöne Farbstoffe anbauen. Zum Glück habe ich hier vier Pflanzen sowieso stehen, schon vom letzten Mal, und das heißt, die gehen dann auch relativ flott in der Herstellung. Ich brauche immer drei Stück, um sechs Farbstoffe herstellen zu können. Von den Technicolor-Essenzen. Ja. Und das mache ich dann jetzt auch und versuche mal noch zu klären oder noch mal in die Testwelt zu wechseln, warum es da geklappt hat. Denn da soffen diese Pflanzen wie blöd. Warum sie hier jetzt nicht wollen, das weiß ich nicht so genau. Naja, aber so ist das halt manchmal. Man kann es sich nicht erklären und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, warum diese Pflanze nicht hier beschrieben ist im Dingens, im Handbuch von Botania. Alles sehr, sehr komisch. Aber gut, was tue ich nicht alles, um diese blöden Endportalrahmen zu bekommen? Ich nehme ja alles auf mich. Wenn das natürlich nicht so funktionieren sollte, wie ich mir das vorstelle, mit diesen dauerhaften Pflanzen, ja, dann sollte ich doch tatsächlich umschwenken und doch die etwas effektiveren Pflanzen machen, nämlich die, die TNT frisst oder die, die den Kuchen frisst oder so. Dafür hatte ich mich ja eigentlich so ein bisschen gedrückt und wollte das eigentlich auch weglassen, weil halt da die Herstellung wieder so kompliziert ist, weil ich da diese verschiedenen Runen am Runenaltar erst basteln muss. Und ich wollte eigentlich da drum rumkommen, ja. Naja, vielleicht komme ich ja doch nicht drum rum. Das wäre schade, aber wenn es halt so ist, dann ist es so. Ja, und ich weiß, ich strapaziere euch jetzt schon wieder mit dem Gießen von irgendwelchen blöden Blumen. Das fasziniert mich ja auch von Tag zu Tag immer wieder, dass ich Gott weiß, was vorhabe mit diesem Mod, mit jenem Mod. Wir bauen heute, was weiß ich, eine tolle Maschine, wir bauen eine Rüstung, wir bauen ein Schwert. Und im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Es hat irgendwas mit der Gießkanne und meinen tollen Crops hier zu tun. Das ist faszinierend, aber ja, es ist halt so. Und ich bleibe dabei. Ohne diesen Mod hätte ich wahrscheinlich auch schon längst aufgehört mit Sky Factory, weil ich da ja an viele Dinge einfach nicht rangekommen wäre. Also wirklich ein Glück, dass er dabei ist und ein Glück, dass ich ihn auch sofort entdeckt habe. Ja. So, aber jetzt machen wir schon mal so ein bisschen Dünger, damit wir auch wenigstens irgendwas geschafft haben heute. So, machen wir schon mal hier 12-mal rot und 12-mal gelb. Das habe ich inzwischen im Kopf. Und daraus kriege ich jetzt genau 6 Dünger raus. Ja, jetzt suche ich mir wieder eine Fläche mit schön viel grünem Gras. Da bietet sich's immer hier an. Und oh, ja, ich sehe schon leider sehr wenig Blau. Ich glaube, das da ist sogar Türkis und es ist nur eine blaue Pflanze geworden. Was natürlich dann im Umkehrschluss bedeutet, dass ich vermutlich noch ein wenig länger auf dem Rasen stehen werde und Dünger drauf klatsche. Denn ich brauche unbedingt dieses blaue Zeug. Es sei denn, es funktioniert gar nicht, dann muss ich sowieso umschwenken. Ja, was ich jetzt im Endeffekt tun muss, das werde ich bis zur nächsten Folge rausgefunden haben und werde es euch natürlich umgehend dann erzählen. Für heute ist Schluss. Ich sage Tschüss, mach's gut und bis nächstes Mal.